geht mir viel zu schnell. Wenn ich ehrlich bin. Wäre der Fahrer. Pizarro. Obwohl ein Elfer hätten sie jetzt hochspielen können da oben. War ja die Chance da. Wesley und Nautovic. Auch für Zauberfußball eigentlich bekannt. Die haben ja eigentlich gute Einzelkönner auf beiden Seiten. Holtby zum Beispiel. Oder auch natürlich Marco Marin. Oder eben auch Nautovic. Aber was machen die denn da? Robert, die sind doch hinten. Holtby schlägt ihn dann nur raus. Das ist aber überlegt, was die Mainzer machen, dieses Rausschlagen. Die wissen wenigstens, wo jemand steht. Daran. Da wird jetzt schön mal von ihm reden. Das wollen wir sehen. Irgendwie Lanski hat es aber auch schon gemacht. Schade, ey. Läuft hier aber keiner frei. Links. Kahan. Almeida. Und da ist wieder Wesley. Frings. Was ist denn mit dem los? Naja, sieht man ja, was er macht. Was mit dem los ist. Er ist ideenlos. Marco Marin, wieder. Krasse Flanke. Krasse Flanke! Hugo Almeida! Unsere Zeit ist es das aus für Mainz. Bremen macht in einem bisher ganz, ganz langweiligen Spiel das Tor. Das hatte das Spiel aber echt nötig, sonst wäre das hier ganz, ganz runtergekommen und es hat wieder mal Marco Marin mit einer Weltklasse-Flanke ermöglicht. Der hat dann Almeida ja da hinten gesehen. Almeida hat natürlich Glück. Der lässt den Ball hier ganz schön nach vorne springen. Dann reagiert der Gegenspieler nicht so richtig und dann passiert's eben. So schnell geht's. Nochmal. Überholung. Vielleicht kriegen wir es ganz drauf, vielleicht auch nicht. Wir sehen es. Den Treffer. Und damit sind wir wieder da. Jetzt ein Unentschieden würde beiden besser helfen als Niederlage, weil da wäre ein Team schon draußen. Wie meint er? Man könnte sagen, dass sie draußen sind. Was wollen sie dann noch mal holen? Das geht gar nicht mehr so richtig. Wir brauchen echt ein richtig gutes Torverhältnis und das geht dann echt nicht mehr. Das ist wirklich unmöglich. Richtig draußen sind sie nicht, aber dann würde ich nicht den größten Schritt unbedingt geben. Malagi. Ich würde sagen, sie sind draußen. Einer von diesen beiden, der hier verliert, ist draußen. Einfach so. Polanski. Wer hat die 3 Punkte jetzt, aber Leverkusen spielt ja am letzten wieder gegen Mainz. Jetzt kommt Barkfrede für den Torschütze Almeida. Morten Rasmussen für den Mannschaft Fahrrad und zu erwarten. Also, die kann man nicht viel machen. Weil die Bremen im Angriff sind. Ja, die müssen jetzt nach vorne spielen, die Mainzer. Holpi. Schade. Morten Rasmussen, da ist er. Er konnte sich nicht durchsetzen. Arnautovic ist damit wieder frei. Kann erst mal gehen. Hat die freie Bahn. Ach du Scheiße. Da läuft er immer noch. Aber wie kann er dann denn so einen Schuss geben? Läuft über das halbe Feld und dann macht er so einen Schuss. Bisschen ein paar Samen. Und jetzt Luca Silvester. Den ehemaligen Mann von FC Arsenal ist auch ziemlich runtergekommen. Hat früher viel besser gespielt. Das ist ja ein Problem. Das ist keine Beleidigung. Morten Rasmussen wird da gelegt. Ja, der bringt doch ein bisschen Tempo ins Spiel. Und Fuchs schießt. Die haben Holpi auch das falsche Spiel. Fuchs hat letztes Jahr auch 2 Jahre gegen die Bayern gemacht. Aber wenn er auf den Torwart schießt, wird es nichts. Muss man einfach so anerkennen. Wieder Wesley. Wieder ein bisschen zu ungenau. Wieder Morten Rasmussen.
auch der Stürmer. Nautovic. Saro. Schön. Maro Marin. Spieler Wesley. Pizarro, 2:0. Die Bremer maßlos überlegen hier heute. Also, da spricht ja gar nichts dagegen. Und desto mehr sich das Torverhältnis verschlechtert für den Mainzer, wird es nichts mehr. Leverkusen ist ein bisschen stärker eigentlich noch als die Bremer. Also, da braucht man schon viel Mühe. Maro Marin. Jetzt sieht Wesley und Pizarro trifft. Da bewegt sich Redlow nicht mal mehr, weil er schon sieht, dass der Ball. Da kann er einfach nichts mehr machen. Die Mainzer lassen viel zu viel zu heute. Und damit steht's 2:0. Marcel Risse kommt jetzt für Sammy Alagu. Eigentlich müssten sie auf Stürmer setzen, aber Risse kann auch Tore schießen. Hat gegen Primär getroffen, das ist eben wieder das. In der Liga hat er gegen Primär getroffen. Jetzt müsste er ja wirklich nach vorne spielen. Halt noch den Anschluss schaffen müssen, das denke ich mal, werden sie nicht schaffen, weil die sind so maßlos unterlegen hier, die Mainzer schaffen überhaupt nichts. In der ersten Hälfte gab es die gute Chance auf Jalagui, aber die wurde auch nicht gezählt, weil da war ja das Foul und da wurde sie nicht gezählt. Die Mainzer gehen doch ganz schön unter, wie im Cup hier. Arnautovic, oh, Marcel Risse. Passt auf, Fuchs, bisher hat immer der Favorit gewonnen, für mich, denke ich. Ja, da wird Nalo gefault, von Charlay. Kirchhoff kommt, schön, Großwetzern, vielleicht. Ja, Susi ist gut. Gut. Ich habe gerade meine Katze aus Versehen mal ein bisschen gecheckt. Naja, leg dich wieder hin. Das tat weh. Pass an. Daniel Jensen. Lauri Pizarro. Bei. Nee, nicht zu einem Auto. Ich würde schon sagen. Das passiert wäre. Wäre schon das nächste Tor gefallen. Da ist Marco Marin. Parkflöge. Da wurde wieder gestoppt. Lauri Pizarro. Eugen Polanski, da ist wieder Naldo. Oh, da mit Hacke auf Backfülle, ja, die könnte ja ruhig anbieten. In der Hälfte, bevor es aus dem Turnier geht, vielleicht nochmal ein kleines Aufbäumen. Was hat Julian Jordan da gesehen? Das ist ja echt. Das ist echt chancenlos. Oh, das wird nochmal schön aufgepasst von Kirchhoff. Aber das war's. Mainz geht unter mit 2:0 in Bremen.